down. Don't do anything stupid. Get out of my way. Kenny? How could you kill a fucking child? I didn't kill him. It was an accident, Kenny. I won't back down from you, Kenny. Shut up! I'm warning you. Kenny, let her talk. I'm done talking, Clem. Clem, stay back. Don't you come near me, you son of a bitch. Kenny! Get the fuck up! Fuck you! Stop! Please! Let go! Jane! Just go. I ain't going nowhere. Fucking psycho. This is on you. Go. Run. Not happening. Please. Move. I'll fucking kill you. Wie soll ich? Ich fuck you. Please. Kann Kenny nicht abschießen. Kill her, Kenny! I'm sorry, darling. But I did. Go! I'm right behind you! Let me see him. I thought we lost you, buddy. I won't let you out of my sights again. That's a promise. I thought that Jane might have killed him. I was thinking the same thing, Clem. That's why I was so fired up. She never wanted the baby around. She made that clear. Yeah, I guess, but I just... Why would she? She was nuts, Clem. A disturbed person that had her own agenda.
that was looking out for herself. Shh, shh, it's all right, buddy. Hey, listen, I didn't want that to happen either. I thought she'd killed Alvy, Clem, and at any point she could have stopped what was happening by saying he was fine. She wanted a fight. I'd never, ever hurt you. You understand? I was protecting you. You believe me, right? Just imagining what she did to Alvy. Everything just went black. By the time I got my head straight, it was too late. I believe you. Okay. Thanks. Come on. Let's put some miles between us and this place. Also, wenn einer von beiden sterben sollte, kann Clementine den anderen bitte bis an ihr Lebensende hassen. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, du bist zu nett zu Kenny. Ich gehe da gleich drauf ein, während den Credits, warum ich wie welche Entscheidungen treffe. You want me to hold him? Nah, he's still light. We're fine. Come on, I'll race you to the top. Hey! Come on, Alvy, we got this. You cheated! We did it, Clem. That's gotta be it. I can't believe we found it. It's about time. You were telling me. What are we waiting for? Come on. This one's gonna be the one. Look at those walls. We'll finally feel safe, Clem. Be able to sleep at night. Enough. Just stay still, Clem. Do as she says. Put your hands up, Clem. Drop your weapons. Approach the gate. Just a couple of people at the front gate. They don't look like trouble. Sounds good. Hi, I'm Edith. Name's Kenny. And this here's Clementine. Hello. Oh, what a handsome boy. Look at him. What's his name? Alvin. Junior. Oh, he's gonna be a little heartbreaker when he grows up. Can you let us in? We're really hungry. What? Well, I'm afraid this is the part where I give you the bad news. How's this? That's some supplies. Food, water, what? Some medicine, a first aid kit. Why are kit. You giving us this? Unfortunately, our community isn't accepting new members. We're over capacity as it is, and there's just not enough to go around if we keep bringing people in. Things might change you in a few months. You gotta be fucking kidding me. I'm sorry. I really am. So we're supposed to just take this and go? This is bullshit. I know, dear. But I don't make the rules. Do you know what we've been through? You have any idea what it took for us to get here? And now... Now you're just gonna turn us away. Look, I don't mean to be harsh, but
A whole lot of other people went through a whole lot of stuff to get here, too, and they all got here before you. And don't think you're the first people we've had to turn away. You're not. But that doesn't mean I'm not real, real sorry to have to do this. If it was up to me, I... Just take the kids. What? Please, just take the kids. It's too dangerous out here for them. Kenny, I... It's just a little girl and a baby boy. You can make room for that. You can take back the supplies you gave us if that helps. Please, just... I need them to be safe. And it's safe in there. I know that. Just ask someone, please. They won't make it out here. Please. I'll ask. Just give me a second. You don't need to look at me like that. This is for the best. We're not staying here without you. Yes, you are. No, we're not. Yes, you are! It's safe here. You two will be safe. That's what's important now. We can take the children, but... just the children. I made the case that... Thank you! Thank you! Listen, okay? Listen. This is your chance. For you and this boy. I don't trust myself to keep you two safe. Not anymore. Please, I'm begging you. Please, stay here. Stay here, where it's safe. Where you two will have a chance. No, no, no! Why are you doing this? Because it's the only way for both of you. Think about Alvy here. Please, Clem, just do as I'm asking. This one last time. You'll meet people. You'll make friends. People better than me. Good people. That don't have to look at you and feel ashamed at what they put you through. No! We're leaving. All of us. Together. Clem, please. It's safe here. You need to think about the... Stop, okay? We're not staying, so just stop. That's that. Sounds like she means business. Yeah. Yeah, it does. Come on. We're leaving. I'm only supposed to give out one per group. If you're in the area, check back in a few months. We might be accepting people then. Ich erkläre gleich, warum ich mich so entscheide. Sorry for the language. Well, it's a shitty situation. We're all doing the best we can. You all stay safe out there. You're as stubborn as a damn mule. Yeah? Wonder where I got that from. Telltale Game Production. Based on the comic book by Robert Kirkman. Tony Moore, and Charlie irgendwas, okay. Protect the baby. Okay, es haben nur 41% gemacht. Also, weggelaufen hinter die Dings. 33% der Leute haben nur versucht, Luke zu helfen. Das ist die einzig logische Erklärung wahrscheinlich so, ne? Irgendwie doch nicht Luke zu helfen, sondern Luke zu protecten, so mit der Knarre. Aber gut. Okay, 80%
Haben nicht gefragt, ob man mitkommen darf mit Mike und so. 49% haben nicht auf Kenny geschossen, okay. Und 21% sind mit Kenny mitgegangen. Ich erkläre euch jetzt auch gerne, warum ich mich die ganze Zeit so für Kenny entschieden habe. Alter, wenn die Credits laufen, ja. So, Leute. Das war es erstmal mit The Walking Dead Season 2. Das war das Let's Play, das war das komplette Spiel. Ich glaube, es gibt kein DLC oder so. Holy fuck. Really, holy fuck. Ich bin begeistert. Das Spiel ist gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Einige Dinge sind so, naja, ne? Aber es ist trotzdem ein sehr, 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 sehr geiles Spiel. Walking Dead, ich liebe die Serie, ich liebe die Spielereihe, ich liebe alles an Walking Dead. Und jetzt, warum habe ich mich die ganze Zeit für Kenny entschieden? Es hat einen einfachen Grund. Wir kennen Kenny seit dem ersten Teil von The Walking Dead. Und auch seit der ersten Episode ist das schon vorgekommen. Und ich persönlich kann nachvollziehen, warum Kenny in den vielen Situationen so ein Arsch ist. So, und so gemein ist. Und so sich verhält, wie er sich nun mal verhält. Ich kann das nachvollziehen. Er hat so viel Scheiße durchgemacht. Er hat seine erste Frau verloren, sein Kind hat er verloren. Er hat Lee verloren. Er hat dann seine zweite Frau verloren. Er hätte fast das Baby verloren. Und so weiter, ne? Das ist ja, also es ist alles so. Kenny hat Schicksalsschläge ohne Ende kassiert und auch physische Schmerzen kassiert ohne Ende und er hat es trotzdem immer noch durchgestanden. Und er macht das ja alles auch nur, damit er die, die er liebt, beschützen kann. So, er macht das alles nur, damit die er liebt, sicher sind. Wie man jetzt gerade am Ende auch nochmal gesehen hat. Er will, dass die Kinder sicher sind, Clementine und AJ. So. Und gerade dadurch, dass ich weiß, wieso Kenny so ist, und er im Prinzip, merkt man ja, eigentlich ein guter ist, behalte ich zu Kenny und bin so nett zu Kenny. So. Er ist halt, weiß ich nicht. Also wäre ich jetzt Clementine, wir haben ja Clementine gespielt, wäre ich jetzt Clementine, ich habe mich das in die Situation oder in die Person reinversetzt, ist Kenny wie ein Onkel. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Lee war wie der Vater, Kenny ist wie der Onkel. Ich kann nicht anders als zu Kenny so zu sein, wie ich war. Das ist einfach, das so, ging nicht anders. Dafür habe ich Kenny viel zu sehr in mein Herz geschlossen, auch wenn es ein Spielecharakter ist. Es ist so. Es tut mir leid, vielleicht seht ihr das alle komplett anders. Aber das ist mein Grund. Und ja. Wir können hier nochmal alle Möglichkeiten, wie wir uns entschieden haben, nochmal ändern. Krass. Aber gut, Leute. Wie gesagt, also, ich habe mich so entschieden, weil Kenny einfach so ist, wie er ist und wir wissen, wie er ist. Wir kennen ihn so viele Stunden in diesem Spiel, ne? Es sind ja Jahre im Spiel, in-game halt, aber ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, wieso ich mich die ganze Zeit für Kenny entscheide. Einfach weil er hat so viel verloren. Er hat so viel einstecken müssen. Kein Wunder, dass man so ist wie er. Also, dass er in solche Situationen so ist. Und Jane ist selber schuld, dass sie gestorben ist. Sie wusste, wie Kennys Labilität, psychische Labilität ist, sag ich mal. Wusste sie, definitiv. Das wusste sie. Und sie hat, dadurch, dass sie AJ
umgebracht hat, hat sie sich selber das Grab geschaufelt. Das war klar, dass Kenny auf sie losgeht. So wie Kenny schon sagte, sie hat den Kampf gesucht, sie wollte diesen Kampf. So, sie hat zu sehr auf Clementine gebaut, dass Clementine Kenny erschießt, aber das konnte ich nicht machen. Nee. Und am Ende habe ich mich nochmal so entschieden, bei Kenny zu bleiben, einfach, also wegen Gründen vorher, die ich schon gesagt habe. Und ich hasse Abschiede. Ich hasse sie as fuck. Gerade wenn man sich an Leute so gewöhnt hat. Man hat sich an Kenny gewöhnt. Ich habe schon gehasst, dass Kenny in der ersten Episode gestorben ist, so gesehen. Ich war so froh, als ich ihn hier wieder gesehen habe. Unglaublich. Aber gut, das war's mit The Walking Dead, Leute. Schön.